Guten Abend zu einem Tagesthemen-Extra, in dem wir in die Ukraine blicken, wohin der russische Präsident vor kurzem Truppen entsandt hat. Nachdem Wladimir Putin am Abend in einem von ihm unterzeichneten Dekret die von prorussischen Separatisten seit 2014 besetzten Gebiete der Ostukraine als unabhängig anerkannt hatte, schickte er genau dorthin Soldaten. Aus dem Kreml hieß es dazu, diese sollten helfen, in der Ostukraine den Frieden zu erhalten. Ina Ruck in Moskau, es klingt aber eher nach Krieg, oder? Ja, beruhigend ist das sicherlich nicht. Wir kennen jetzt den Text des Vertrages, den Putin und die Separatistenführer unterschrieben haben. Da gibt es ja auch noch einen Freundschaftsvertrag, den man eingegangen ist mit den von Russland jetzt anerkannten sogenannten Staaten. Und da steht drin, dass es um gemeinsamen Grenzschutz geht. Wir vermuten also, dass das militärische Gerät, was laut Augenzeugen schon da ist, in diesen besetzten Gebieten jetzt Richtung Kontaktlinie fährt, um da die Grenze, wenn man so will, zur Ukraine zu sichern, obwohl natürlich alles ukrainisches Gebiet ist. Und wie schätzen Sie das ein? Wird Putin mit seinen Truppen auch weiter und tiefer in die Ukraine vordringen wollen? Wenn man seiner Rede heute zugehört hat, dann hört man raus, dass es ihm um die ganze Ukraine geht. Ob er die nun wirklich erobern will, was schier unmöglich erscheint aus meiner Sicht, oder ob er sie einfach nur destabilisieren will und verhindern will, dass sie ein erfolgreicher Staat ist, das ist noch nicht ganz klar. Möglicherweise beschränkt er sich auf dieses Donbass-Gebiet jetzt, aber wie gesagt, die Ukraine in ihrer normalen Entwicklung stören, das wird er sicherlich auch tun. Danke, Ina, für die schnellen Informationen. Und damit gehen wir direkt nach Kiew zu Birgit Firnig. Birgit, Sie waren gerade unterwegs und kommen aus einem Restaurant. Haben die Menschen die Nachricht schon mitbekommen? Wie reagieren Sie? Ja, natürlich. Also Sie haben auch die Rede von Präsident Putin natürlich gehört. Also da war einfach nur Bestürzung in den Augen junger Ukrainer hier in den Cafés rund um den Maidan. Diese Rede war natürlich, die hat ja eingeschlagen wie ein Donnerhall. Also der Ukraine ihre Rechtsstaatlichkeit abzuerkennen, verletzt natürlich eine junge Nation und junge Leute hier, die natürlich stolz sind auf das, was in den letzten 8 Jahren hier auch geschehen ist an Entwicklung, pro westlicher Entwicklung. Und viele haben auch immer wieder darauf hingewiesen, also zu sagen, dass Russland, das war ja Teil dieser Rede, dass Russland die Ukraine geschaffen habe, sei einfach eine Geschichtszerstörung, weil natürlich am Ende ist die russische Nation hier in der Kiewer Rus entstanden. Das waren Gespräche, die wir da heute Abend mitbekommen haben. Also in den sozialen Medien große Empörung jetzt gerade über das, was da auch jetzt in Donetsk passiert. Und ein Berater von Präsident Selenskyj hat gerade noch mal getwittert, also dieses Mal seien die Russen halt noch unverhohlener. Dieses Mal würden sie sogar mit ganz klar also ihre Flagge zeigen und überhaupt nicht verstecken, das, was auf der Krim noch so war, dass man da ja auch Soldaten ohne Abzeichen geschickt hat. Also hier ist, ich glaube, hier kriegt keiner ein Auge zu heute Nacht. Und wie wird die Politik jetzt reagieren? Der ukrainische Präsident Selenskyj tritt in diesen Minuten mit seinem Sicherheitsrat zusammen. Was hören Sie, wie wird Kiew jetzt vorgehen? Das ist natürlich im Augenblick überhaupt noch nicht klar, wie da entschieden wird. Aber es ist natürlich ganz klar eine Verletzung der ukrainischen Grenze. Und auch ist klar, dass es nicht nur um die Städte Donetsk und Luhansk geht, sondern natürlich um diese Oblast, also die Regionen drumherum. Das ist ein viel größeres Gebiet. Das war ja auch immer ein Teil des Dissens während dieser Minsker Gespräche, weil die Ukraine das nicht anerkennen wollte. Also das ist im Augenblick schwer zu sagen. Aber man kann sich nur schwer vorstellen, dass man das jetzt einfach so hinnehmen wird. Und natürlich hat Selenskyj ja auch schon in München nach Sanktionen gefragt, also Sanktionen gefordert. Das alles, das müsste natürlich jetzt auf den Tisch kommen. Ich glaube, hier wird auf jeden Fall jetzt eine ganz klare Antwort aus Brüssel und Washington erwartet. Mhm. Genau zu den Sanktionen wollen wir jetzt noch was wissen. Danke, Birgit Firnig, und gehen aus der Ukraine noch in die USA. Bundeskanzler Scholz hat heute Abend mit dem französischen Präsidenten Macron gesprochen und natürlich auch mit dem US-Präsidenten Joe Biden. Sie werden zitiert, Claudia Buckenmeier in Washington, mit dem Satz, dieser Schritt wird nicht unbeantwortet bleiben. Wie denn? Was hören Sie?
Das werden wir wahrscheinlich in letzter Konsequenz erst morgen wissen, denn für morgen sind weitere Sanktionen, weitere Maßnahmen angekündigt, die man eng mit den Verbündeten und auch mit der Ukraine abstimmen will. Für heute hat man ja lediglich gesagt, es gäbe einen präsidialen Erlass, den US-Präsident Biden auch bereits unterschrieben haben soll, der neue Investitionen in dieser Region, die jetzt von Putin für unabhängig erklärt wurde, verbietet, der Handel mit dieser Region verbietet und finanzielle Unterstützung. Das war das, was man heute auf die Schnelle gemacht hat. Morgen sollen weitere Maßnahmen folgen. Das ist das Einzige, was wir bisher hören. Wir wissen, dass US-Präsident Biden sich intensiv mit seinem Nationalen Sicherheitsrat berät und warten auf Weiteres aus dem Weißen Haus. Vielen Dank, Claudia Buckenmeier nach Washington. Und das war unser kurzes Tagesthemen extra zur Zuspitzung der Russland-Ukraine-Krise. Das Neueste dazu dann kurz vor 12:30 wieder im Nachtmagazin und natürlich stets unter tagesschau.de. Auf Wiedersehen.